Jo, und damit geht es weiter mit einem neuen Part von Fire Emblem The Sacred Stones in Ephraims Route und Kapitel 10 Verrat. Uiuiui, es geht ab. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Mal gucken, was haben wir denn hier so erstmal? Wir gucken erstmal wieder. Das ist natürlich hier eine schöne Vorbereitungszeit. Ist immer wieder klar, wie man es kennt. Ja, die nimmst du mal mit hier, Regen Live, würde ich sagen. Boah, ist so ungewohnt hier, dass die ganzen Level wieder nicht mehr... Oh. Du nimmst die mal. Haben wir hier eigentlich schon einen Laden zufällig? Nicht. Und das Problem ist jetzt auch, ich kann nicht nach Serafu, weil da eine Spinne ist. Auf die habe ich keine Lust. Naja, gut. Ich bleib dann erstmal da, was ich so habe. Ich denke, da komme ich noch mit aus. Du gibst den Erneuerungsstab weg. Den werde ich auch nicht brauchen. Naja, gut. Ich weiß, dass es in diesem Kapitel jetzt wieder Läden und so gibt. Das ist wenigstens ein Vorteil. Ozeansiegel. Auch nicht schlecht. Nehmen wir mit. Naimi, du bist noch in Ordnung. Ich glaube, noch Bögen oder so haben wir keine neuen, ne? Ne, da hatten wir keine neuen Bögen mehr. Ross. Du kannst den Türschlüssel abgeben. Den brauche ich auch nicht. Boah, was haben wir eigentlich schon alles hier für Kram hier? Auch mit I bei ihm hier. Ritterwappen, Orionos-Pfeil, Elias, Peitsche und Leitstern. Hm, ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, aber dauert noch, bis wir das nutzen, den Kram. So, haben wir noch irgendwelche... Ja, Silberschwert und Eisenklinge. Ja, das hilft mir jetzt auch nicht so viel. Ja gut, der Rest... ja, wird sich zeigen, was ich hier nutzen kann und nutzen werde und so. Problem ist halt, die Map, auf die wir kommen werden, die wird ein bisschen, naja, anspruchsvoll sein, nenne ich es mal. Ja, Forde auch wahrscheinlich noch, aber der ist auch noch okay. Und Amelia kann ihren ganzen Kram noch abgeben, genau. Ja, wollen wir gucken. Es kann ein lustiges Gefecht werden, weil hier geht es schon ein bisschen ab in diesem Kapitel. Würde ich so sagen, aber gut, wann geht es nicht mal ab hier? Aber gut, Bethroen. Bethroen, oder wie der Ort sich auch schimpft. Man weiß es nicht. Grados General Duenail, Ephraims ehemaliger Lehrer des Lanzenkampfes, kommt oft als Gesandter seines Imperiums nach Renee. Trotz ihrer Zugehörigkeit teilen die beiden Männer eine ähnliche Gesinnung und genießen eine herzliche Beziehung zueinander. Warum hat Grado diesen Krieg begonnen? Woher rührt das Miasma des Bösen, das sich im Land ausbreitet? Ephraim ist davon überzeugt, dass Duenail diese Frage beantworten kann. Oder Fragen, es waren ja nicht zwei, aber okay. Es ist dieser Glaube, der Ephraim weiter in das Territorium von Grado vorantreibt. Sind übrigens jetzt schon wieder in Grados Gebieten, damit sie Bescheid wissen. Kapitel 10, Verrat. Verrat. Uiuiui. Prinz Ephraim, bitte wartet, ich bringe Nachricht aus Frelia. Es gab einen Aufstand in Karkino. Pablo führte eine Streitmacht aus abtrünnigen Befürwortern Grados in die Rebellion. In Karkino? Gibt es auch Nachricht von Irika? Ist meine Schwester in Sicherheit? Wir hörten zuletzt, dass Prinzessin Irika auf dem Weg war, um Prinz Ines Unterstützung zu gewähren. Seitdem hat man nichts mehr von ihr gehört. Verdammt! Ich ließ Irika nach außen ziehen, weil ich davon ausging, es sei die sicherste Mission. Wenn ich nur könnte, würde ich mich sofort von ihr hier zurückziehen und nach ihr suchen, aber... Prinz Ephraim? Ich weiß. Ich darf nicht zulassen, dass meine Emotionen mein Handeln bestimmen. Wenn sich Karkino mit Grado verbündet hat, ist ein Sieg über Grado unser oberstes Ziel. Wir fahren fort wie geplant. Sag ihnen das. Verstanden. Sei vorsichtig, Irika. Das passt ja echt gut. Wow. Was? War das ein Erdbeben? Ich glaube, es ist wieder vorbei. Prinz Ephraim, ich bin in Ordnung. Es besteht kein Grund zur Sorge. Ich war nur überrascht, das ist alles. Du scheinst ganz und gar nicht erschüttert zu sein, oder? Tatsächlich hat es auch mich überrascht. Ich hörte, dass Erschütterungen wie diese in Grado beinahe alltäglich sind. Offensichtlich sind sie normalerweise eher schwach und verursachen nur wenig bis keinen Schaden. Jetzt, da du es erwähnst, erinnere ich mich an die Zeit, als ich zum ersten Mal nach Grado kam. Irika und ich waren wegen einer Erschütterung wie dieser sehr erschrocken. Leon sagte, er hätte sich schon daran gewöhnt und lachte nur. Uns bleibt nicht die Zeit, uns um Verletzungen zu kümmern. Wir müssen weiter, wir müssen die Hauptstadt erreichen. Aber es passt echt gut. Von der Zeit her, würde ich sagen. Also von der Planung hier. Ich verstehe nicht. Warum eine derartige Strategie? Was denkt der Imperator nur? General Duenail? Seid ihr das, Selena? Sollt ihr mich in dieser Pflicht unterstützen? Ja,
Frelias Armee wird schon bald aus dem Norden kommen. Wir warten nur auf den Befehl, sie anzugreifen. Prinz Ephraim führt die feindlichen Truppen an, nicht wahr? Das ist korrekt. Prinz Ephraim von René. Puh! René ist unser Feind. General, bitte erteilt den Befehl zum Angriff. Nein, befehlt allen Einheiten anzuhalten. Führt nicht den ersten Angriff. Ich möchte zuerst mit Ephraim sprechen. Dann ist es also wahr. Ihr habt vor, das Imperium zu verraten und euch auf die Seite des Feindes zu schlagen. Was? General Dunail, ihr werdet des Hochverrats beschuldigt. Legt eure Waffen nieder und folgt meinem Kommando. Solltet ihr euch weigern oder auf irgendeine Art Widerstand leisten, werde ich euch auf der Stelle exekutieren. Das ist doch Unsinn! Wer steckt hinter diesem Wahnsinn? Dies sind die Befehle seiner Majestät. Der Imperator hat euren Verrat vorausgesehen. Seid bereit. Unmöglich, seine Majestät! Wir werden einfach mal grün, alles klar. Cormac, ihr und ich, wir werden den Verräter zur Strecke bringen. Umrundet das Fort im Südosten und greift sie vom Wasser aus an. Wir kämpfen gegen General Dunail, aber er ist einer der Grundfesten des Imperiums, wie könnt. Er war für euch und auch für meinen Bruder wie ein Vater. Habt ihr wirklich vor, ihn zu töten? Wenn es das ist, was mein Imperator befiehlt, dann ja, ohne zu zögern. Cormac, wenn ihr ein wahrer Ritter von Grado seid, werdet auch ihr diesem Befehl Folge leisten. Ja, ihr merkt schon, auch der gute Cormac scheint wohl nicht ganz so überzeugt davon zu sein. Prinz Ephraim, Grados imperiale Armee ist vor uns. Ich weiß, aber irgendwas erscheint mir eigenartig. Offenbar jagen sie jemanden. Ist es ein Fahnenflüchtiger? Wartet, ist das Dunail? Prinz Ephraim, eure Befehle. Wir retten Dunail. Vorwärts. Ja, so können sich auch mal die Dinge wenden. Alles klar, würde ich sagen. Ja, und ich kann Ihnen sagen, das wird ein lustiges Gefecht werden hier, weil zum einen gibt es zwei neue Einheiten. Zum einen Cormac, den ich unbedingt haben möchte, vor allen Dingen wegen seiner Illyrus-Peitsche. Und zum anderen, natürlich ist das klar, mein Ziel, den ich natürlich definitiv retten möchte, das ist der gute Dunail, den Erzritter. Aber gut, der ist natürlich sowieso krass drauf. Und ja, natürlich auch wieder, wie es soweit immer so ist, die ganzen Dörfer bekommen. Und natürlich, wie ich schon bereits gesagt habe, hier gibt es ein paar Läden. Kann ich nicht eigentlich auch... Ah, okay, ich kann schon mal wenigstens gucken, was ich hier bekomme. Ah, das ist schick. Habe ich nämlich auch vor kurzem mal gesehen hier. Ja, und ich sehe schon, das kann ich unbedingt ganz gut gebrauchen hier, diesen ganzen Kram hier. Den kann ich definitiv gebrauchen. Gut, ich hätte natürlich auch die Spinne killen können, aber hätte ich keine Lust. Und das Ding hier, das will ich natürlich auch haben. Weil hier kriege ich ein Geheimbuch. Nur, da muss ich mir überlegen, wie ich das mache, weil das ist schon nicht ohne. Weil das sehen wir nur in dieser Armee, aus diesem Ding gibt es hier diese Kriegsschiffe, die einfach mal eine Balliste abfeuern. Zwar zum Glück nur 5 Schuss, aber ja, muss man auch mal so stehen lassen. Gut, dann will ich erstmal gucken, wen ich mitnehme. Ephraim, Natascha, Franz, Arthur, Vanessa, ich glaube, das sind alle. Ja, wobei, Ford oder Kyle? Ich würde sagen, wir nehmen Ford mit. Ich glaube, der Rest sind die ganzen anderen, die ich sonst auch mitnehmen würde. Ja, der Rest sind auch alle anderen, die ich mitnehmen würde. Deswegen passt das so. Dann können wir nochmal kurz die Karte prüfen und die Formation. Weil auf jeden Fall... nee, du kommst auch nach vorne hin und du auch, Gilliam. Ihr zwei geht eher mehr nach hinten. Ja, der Rest wird, denke ich mal, sagen, das sieht soweit in Ordnung aus. Gut, dann, ja, lasse den Spaß beginnen. Naja, hier haben wir Selena, ein Warlock, meist im Umgang mit Anima und Stäben. Ich kann euch sagen, freuen Sie sich auf diese Alter Schwede, ist das eine Riesenreichweite, aber ich glaube, sie greift nicht an. Weil, seien wir mal ehrlich, der in diesem Angriff steht, der ist tot. Aber ich glaube, sie greift halt nicht an, die geht ihre Haut gleich nämlich schon ab und lässt jemand anders das machen hier. Wenn ich mich richtig macht sie das, dass sie das dann jemand anderen die Drecksarbeit machen, die gute Selena. Aber gut, ja, ich würde sagen, lasse die Action beginnen. Uha. So, dann würde ich erstmal sagen, diese zwei Ritter, das darf mal der gute, der gute Ross machen. Die haben noch keinen Langspeer zufällig, ne? Mal kurz gucken, ob irgendwer noch was anderes hier, irgendwas Gemeines oder so hat. Rittertod. Auf den sollte ich aufpassen. Weil den Rittertod, den will ich unbedingt haben. Und der hat einen Schnitter. Also auf die zwei Ritter muss ich hier ganz gehörig aufpassen.
Und auf den natürlich auch, weil Luna ist auch böse. Sonst, okay, der hat noch einen Lanzenmeister, alles klar. Oh, und der Bogenschütze hat einen Meister. Oh Gott, also die Einheiten, die alle hier sind. Na gut, der nicht, aber... Ach, wir müssen auch tatsächlich nur überleben in erster Linie. Wir müssen 10 Runden überleben, alles klar. Warte mal, jetzt habe ich sonst noch irgendjemanden übersehen hier. Ja gut, Cormac ist klar, den will ich auch unbedingt gerne haben. Ja, aber sonst gibt es hier eigentlich nichts Gefährliches. Also auf jeden Fall die 5 Einheiten hier, die hier sind, da muss ich auf jeden Fall aufpassen. Problem ist natürlich auch noch, ich kann natürlich auch noch nicht vorhersagen, was Duonail macht. Okay, der könnte auch noch angreifen, aber da habe ich keine Angst vor seinem Eisenschwert. Da müssen wir natürlich dann auch aufpassen und gucken, was der gute Duonail dann macht. Weil es könnte nämlich sein, dass der natürlich auf in den Angriff geht und das wäre natürlich doof. Das wäre natürlich sehr, sehr doof. So, ich würde sagen, ich glaube, ich bewege mich schon mal in Richtung dieses Hauses. Okay, und der Bogenschütze kann mich da auch noch nicht angreifen, weil natürlich gibt es hier auch wieder Piraten, die natürlich liebend gerne meine Sachen klauen wollen, was ich natürlich nicht gerne sehe, würde ich mal so sagen. Okay, da kann ich mich auch noch bewegen. Okay, alles klar. Dann könnt ihr auch noch mal nach vorne reiten. Und Ephraim natürlich auch. Und du natürlich auch. Und du natürlich auch, so gut es geht. Ja, habe ich ja gesagt. Was soll das denn? Jetzt erst fangen sie an? Was für eine Enttäuschung. Dabei wollte ich so gern der Komödie beiwohnen. In der zwei Generäle aufeinander eindreschen. Walter, was wollt ihr? Ah, Selena, ihr sollt sofort in die Hauptstadt zurückkehren. Duonail ist nicht mehr länger eure Angelegenheit. Seine Majestät hat euch für nicht vertrauenswürdig erklärt. Ich wurde gesandt, um euch eures Kommandos zu entbehren. Was? Ihr habt bewiesen, dass ihr nicht in der Lage seid, einen einzelnen alten Mann zur Strecke zu bringen. Und ich kann euch sagen, euren Saustall aufzuräumen bereitet auch mir so manches Problem, Selena. Nun denn, Piran. Yes, sir. Ich muss gehen. Ich kann die arme Irika nicht traurig und einsam in Karkino zurücklassen. Für die Dauer dieser Auseinandersetzung übertrage ich dir das Kommando. Ich werde mich um alles kümmern. Was glaubt ihr, was ihr hier tut? Ich bin hier auf Gebot seiner Majestät und... Habt ihr mich nicht gehört? Das Gebot seiner Majestät hat sich geändert. Euch, Selena, darf nicht mehr vertraut werden. Dies sind die Worte seiner Majestät. Ihr teilt dieselbe Empfindelei mit Duonail. Ihr könnt zum Verräter werden, genau wie er es tat. Doch solltet ihr euch geehrt fühlen, er hätte mich auch befohlen können, euch an Ort und Stelle zu töten. Das ist absurd. Seine Majestät, er weiß, dass ich vertrauenswürdig bin. Dann kehrt zur Hauptstadt zurück und besprecht das mit ihm. Geht und fragt euren geliebten Meister, ob ich die Wahrheit spreche. Was werdet ihr nun tun, Selena? Ich werde in die Hauptstadt zurückkehren. Ich weiß es besser, als euren Worten zu trauen. Ich werde persönlich mit dem Imperator sprechen. Na, nicht, dass das sein Plan ist. Tatsächlich. Dummes Weib. Wenn Grado zu leicht gewinnt, wird es kein Blutvergießen mehr geben. Wir müssen tun, was wir können, um den Spaß noch etwas zu verlängern. Ich glaube, die Zeit ist gekommen, zu meinem Liebling Irika zurückzukehren. Ich darf doch nicht zulassen, dass Glenn vor mir eintrifft, oder? Kümmere dich hier um alles, bevor ich zu dir komme. Verstanden? Selbstverständlich. Alter Schwede, was geht denn hier ab? Hier. Unfassbar. Alles klar. Ja gut, das geht schon mal gut auf, wie ich das gerne wollte. Ja gut, der ist auch weg. Sind die zwei schon mal weg, aber ich muss mich hier, wie gesagt, ein bisschen beeilen hier. Weil, wie gesagt, wir wollen gerne den guten Duonail retten, würde ich mal so sagen. Und deswegen... Autsch. Würde ich sagen, wäre das ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Okay, der... Müssen wir gucken, was wir tun. Okay, und die Piraten, die nähern sich. Naja, gut, bisher haben wir erstmal so eine kleine Verteidigung. Oh, der kommt, okay. Mit dem Lanzenmeister. Lass mal gucken. Müssen wir mal gucken. Genauso, was ich jetzt gucken muss, wie ich das mit der Ballista mache. Okay, wenigstens bewegen die Freunde sich nicht. Eieieiei, es sind mir für meinen Geschmack ein bisschen zu viele Gegner. Gegnerfreunde hier. Okay, der Bogenschütze, der könnte da auch schon hinkommen. Aber gut, dann werde ich mal sagen, Joshua, du kommst mal hier hin. Warte mal, wie weit kommt der hin? Noch nicht so weit, ne? Mit seinem Lanzenmeister. Okay, der... Oh, kommt noch nicht so weit, Heiliger.
So, dann, wie gesagt, Joshua, du darfst dich mal um die ganzen Freunde hier kümmern mit deinem Eisenschwert. Du bleibst erstmal da, genau. Ich würde sagen, das macht der gute... Warte mal, wie weit kommen die? Oh, die kommen ganz schön weit. Dann werde ich auch auf jeden Fall Kolm hier auch noch hinstellen. Da kannst du nicht angreifen. Nee, okay. Vanessa, du machst 8 Schaden. Ja gut, dann greifen wir halt mit allen an. Ja, nur das sind mir für meinen Geschmack ein bisschen zu viele. Da kann ich nicht einfach so vorne drauf preschen, obwohl ich es gerne machen würde. Aber das sind mir dann doch ein Ticken zu viele. Das ist nicht dein Ernst, Forde, oder? Dass du jetzt mit so wenig nicht getroffen hast. Also das muss ich jetzt mal ganz ehrlich gestehen. Aber wenigstens schafft es Kolm, ihn umzubringen. Aber wahrscheinlich werde ich ihn heilen müssen, weil... Die 7 Schaden sind mir dann doch ein Ticken zu viel. Auch wenn der Crit natürlich gerne zuerst hätte kommen können. Aber nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. So. Weil da habe ich dann weniger Angst vor. Ja, dann stellst du dich mal dahin, Gilliam. Pflege für Kolm. Obwohl es für die 7 Punkte jetzt eigentlich schon fast eine Verschwendung von Pflege ist, aber gut. So, und die anderen kommen nach, so gut es geht. Sag mir, Bruder, was soll ich tun? Ja, ich glaube, wir hören es auch schon. Gleich wird sich der gute Cormac auch in Bewegung setzen, was mir natürlich auch nicht so ganz gefällt. Weil, wie gesagt, den einzigen Weg, um Cormac zu bekommen, ist, wenn ich mich richtig entsinne, der überlebt sogar, das ist ja krass, dass wir mit Duonail mit dem sprechen müssen. Was natürlich krass ist, weil es könnte sein, dass wir mit Duonail ihn killen. Oder generell mit irgendeiner anderen Einheit, da muss ich echt aufpassen. Ja, das ist echt ein bisschen tricky hier. Tricky, tricky, tricky hier, würde ich mal so sagen. Okay, aber ich finde es gut, dass der Lanzenmeister-Typ jetzt schon hier aufkreuzt. Finde ich gut, würde ich sagen. Ich muss nur gucken, was ich den Rest mache hier. Und auch mal um die ganzen Schiffe hier. Okay, sie bleiben da stehen. Finde ich erstmal gut. So, dann würde ich sagen, du kümmerst dich mal mit deinem Wurfbeil. Mit deiner Eisenaxt um den Typen. Damit wir dann auch schon mal den Lanzenmeister kriegen. Dann halt eben so. Dann müssen wir das halt eben so machen. Habe ich auch kein Problem mit. Einen Stärkepunkt. Also bisher würde ich ja sagen, in der Eureka-Route hast du ein bisschen bessere Level-Ups gekriegt. Aber gut. So, dann würde ich mal sagen, perfekt. Wehe, der trifft mich mit Zahl 13. Okay, ich wollte schon sagen hier. Wehe, der hat mich getroffen hier. Also tut mir leid, beim besten Willen. Das hätte ich nicht gut gefunden. Ja, da erreiche ich leider niemanden. Das gefällt mir weniger. Dann würde ich sagen, Forde, du darfst dich auch schon mal bereit machen. Was ist jetzt eigentlich mit dem hier aus? Okay, der würde mich schon angreifen. Aber gut, ich denke mal, die haben genug Verteidigung. Ja, also ich denke mal, damit sollte ich auskommen mit der Verteidigung. Langspeer, genau. Wer darf dich killen? Joshua würde ich sagen, ist eigentlich prädestiniert. Wie sieht's eigentlich... Ah, naja, aber ich darf mich mit Vanessa nicht in die Reichweite begeben. Aber was ich tun könnte, ich könnte schon mal in das Haus reingehen und dann wieder rausgehen. Ja, das könnte ich tun. Dieser Bereich des Meeres ist auch von dichtem Nebel überzogen. In den vielen harten Jahren, in denen ich zur See fuhr, habe ich selbst so manches Mühsal darin überwinden müssen. Wir achteten stets darauf, dass wir immer genügend Wackeln dabei bereithielten. Oh ja, auch dies ist sehr nützlich. Dieser Stab vermag es genauso hell zu leuchten wie eine normale Fackel. Natürlich ist er nur eine zusätzliche Last, wenn ihr niemanden kennt, der ihn zu einsetzen weiß. Werdet ihr ihn nehmen? Oh, nehmt ihn nur. Ich habe ohnehin vor, meine alten Knochen hier für immer auszuruhen. Die Tage meiner Zeit auf See sind vorüber. Fackelstab erhalten. Ja gut. Ist natürlich, ja, ihr könnt schon nicht mal vermuten, wo es dann bald hingehen wird. Ja, dann würde ich sagen, Joshua, dann machst du den mal weg, damit du dein Level abbekommst. Das ist, denke ich mal, eine prädestinierte Idee. Prädestinierte Idee. Ich glaube, das Wort gibt's nicht. Ja, das sieht schon besser aus, im Gegensatz zu Ross-Level ab gerade. Wesentlich besser. So, dann gehst du mal dahin. Pff, ja, mit dem Rest mal gucken. Vielleicht geht er ja auch auf Kolm, weil der könnte ja bestimmt gut ausweichen. Sonst muss eigentlich auch niemand gerade geheilt werden, höchstens Ross. Aber ja, das könnte ich sogar tun, tatsächlich. Dann mache ich das auch.
Aber ich würde sagen, ich werde noch einmal kurz, ja, wobei Ephraim ja, nee, komm, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich dann auch nicht so wirklich hier. Dann bleibst du einfach da. Okay, die bewegen sich auch, aber gut, die waren ja eher die Schwächlinge. Autsch. 65 kann ich eigentlich schon, eigentlich finde ich, ist das schon so ein guter Wert, wo du eigentlich treffen könntest. Eigentlich, aber okay. Wobei, der könnte jetzt auf Kolm gehen, ne? Ja, ich hab Kolm falsch hingestellt. Ich hätte Kolm wahrscheinlich woanders hinstellen sollen, aber okay. Ja gut, wenn ich das sehe, Junails Soldaten, denke ich, müssen was aushalten. Na gut, der hat zumindest nicht getroffen. Und der geht auf Roskis, du. Okay, das hätte ich jetzt nicht erwartet, muss ich gestehen, aber okay. So, also nur noch die drei jetzt erstmal ausweichen. Wow, Wahnsinns-NPC-Zug. Wobei ich jetzt halt, wie gesagt, aufpassen muss. Ich würde tatsächlich fast schon sagen... Commander Cormac! Ich weiß, was ich zu tun habe. Ich bin ein eingeschworener Ritter von Grad und habe eine Pflicht zu erfüllen. Beginnen wir damit, dem Treiben der Frelianischen Armee ein Ende zu setzen. Vorwärts! Uha, ich muss mich beeilen. Ich habe die Aufgabe, mich ein bisschen zu beeilen, wenn ich das sehe. Das werde ich auch tun. Ja, das werde ich auch jetzt in diesem Moment tun. 8x2. 11x2, perfekt. Ich habe die Aufgabe, mich ein bisschen zu beeilen, wenn ich das sehe. Weil, wie gesagt, da setzt sich gleich in Bewegung und das gefällt mir gar nicht. Ich muss schnell zu Dunail. Ich muss schleunigst zu Dunail kommen. Aber schleunigst. Du nutzt ein Heilmittel. So, dann kann ich nämlich Gilliam nutzen, dass er seine... Ja, okay, dann machen die zwei, oder warte mal, Naimi. Ich merke schon, die sind irgendwie ein bisschen härter hier, die Freunde. Die sind schon irgendwie so ein bisschen härter, habe ich das Gefühl. Ja, die sind schon hier ein bisschen härter, habe ich echt so das Gefühl. Ich hoffe, du triffst, Gilliam. Ich hoffe, du triffst. Dankeschön. Hätte mir nicht gefallen, wenn du nicht getroffen hättest, muss ich gestehen. Hätte mir definitiv nicht gefallen, muss ich so sagen. Hätte mir definitiv nicht gefallen. So, dann kann ich nämlich auch schon mal den hier anlocken, glaube ich. Nur ich muss jetzt gleich aufpassen hier. Also jetzt wird es ganz schön eklig werden hier. So, wie weit kommst du? Okay, bis dahin. Dann kann ich mich mit ihm hier hinstellen. Also mit Franz oder mit Forde. Würde ich mal sagen, mit Franz. Dass ich mit Franz mich dann um den hier kümmern kann. Du hast doch nichts irgendwie Böses oder so. Nee, hast du nicht. Okay. Warte mal, welches Feld war das? Das war eins nach der Brücke. Alles klar. Okay, das eine Feld nach der Brücke. Hat eigentlich der gute Freund hier, Beran. Oh nee, der hat... Oh Gott! Lanzenmeister, Meisterbogen und Langbogen. Ja, gönn dir, mein Freund. Also der wird natürlich ordentlich Erfahrungspunkte geben. Aber ob ich das tun will, ist die Frage... Bin ich da echt? Ja, ich bin da echt safe. Bin mir irgendwie so unsicher. Eisenlanze. Ja, das ist perfekt. Das machst du dann, Arthur. Sehr schön. Puh, ist das krass hier. Ist das krass, wie das hier abgeht hier. Ich hoffe, die bewegen sich im Übrigen jetzt nicht. Da hätte ich echt ein... Würde mir nicht gefallen, sagen wir es mal so. Es würde mir nicht gefallen, wenn die sich jetzt bewegen würden. Will ich Natascha da echt reinstellen? Ist mir zu riskant mit Natascha. Das ist mir zu riskant. Ja, Stahllanze. Oh Gott, ey. Ich habe ein bisschen Bammel, muss ich gestehen. Ich habe ein bisschen Bammel vor diesem Gefecht hier. Oh Gott. Oh Gott. So, ach, die gehen tatsächlich auf Dunails, Leute. Hätte nicht auf mich gehen können. Ich habe mir extra schon so hingestellt, dass du extra Franz angreifst. Ja gut, ich meine, oh Gott. Wow, der wird trotzdem davon getroffen von dem. Ich muss mich jetzt echt langsam beeilen hier. Ich muss mich jetzt echt langsam beeilen. Vor allem, wenn ich jetzt sehe hier, dass sich Cormac bewegt. Autsch. Ich muss mich jetzt echt langsam sputen hier. Musst du dich da hinstellen?
Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir echt gerade gar nicht, was hier läuft. Das gefällt mir echt gar nicht hier. Das gefällt mir so ganz und gar nicht hier. Ich werde mal gucken, dass der auf jeden Fall sein Langspeer nutzt, was ich aber nicht kann. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ist das ein unschönes Gefecht hier? Ist das ein unschönes Gefecht, würde ich mal sagen. Warte mal. Du hast doch auch einen Langspeer, Ephraim. Das wäre eine gute Idee, dass ich Ephraim nutze. Nee, hast du nicht. Du hast keinen Langspeer. Da muss ich ihn gleich tauschen wahrscheinlich. Oder warte mal. Muss ich doch gar nicht hier. Ist das böse hier? Ist das böse? Geschwindigkeit 12, Geschwindigkeit 11. Da machst du das mal hier. Das ist krass hier. Das ist echt krass. Das hätte ich nicht erwartet, dass das so ein krasses Gefecht hier wird. Das ist richtig krass. Das ist krass. Das ist richtig krass. Ich habe ein ungutes Gefühl bei der ganzen Sache. Ja, ein ziemlich ungutes Gefühl. Ich muss ja irgendwie gucken, wie ich jetzt tatsächlich an Duonel drankomme, ohne dass der gute Cormac mich gleich angreift. Eieiei, ich hab echt Bammel, muss ich gestehen. Ich habe echt Bammel. Aber wie gesagt, meine größte Sorge ist hauptsächlich darin begründet, dass ich Angst habe, den guten Cormac zu killen, was ich nicht will. Weil ich habe echt die Befürchtung, dass ich Cormac killen werde. Und wie gesagt, das will ich nicht. Ja, der ist weg. Wie gesagt, Duonel wird alles aushalten. Das ist klar. Ich habe irgendwie das Gefühl, der will eher auf mich gehen. Habe ich so das Gefühl. Eieieiei. Und warum stellst du dich schon wieder da in die Dings da rein? Das gefällt mir nicht. Warum stellt er sich schon wieder da rein? In die Dingsbums da. Was? Was geht bei euch ab? Hilfe! Das ist nicht euer Ernst. Boah. Alter Schwede. Langsam kriege ich Angst. So, wo ist Cormac? Cormac ist da hinten erst. Okay. So. Nächste Runde kann ich mit ihm quatschen. Mal, Cormac kommt da noch nicht hin. Okay. Meisterlanze. So, du haust erstmal schleunigst ab hiervon. Ist das krank, ey. Ist das krank hier. Und die bewegen sich einfach mal gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht hier, dass die Freunde sich hier gar nicht bewegt haben. Aber so ganz und gar nicht gefällt mir das. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß es echt nicht, was ich hierzu sagen soll. Ah, nee. Das ist krank. Das ist richtig krank hier. Der hat einen Meisterbogen, ey. Das ist nicht euer Ernst hier. Ich habe irgendwie ein ziemlich ungutes Gefühl bei der ganzen Sache, muss ich echt gestehen. Ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ich werde jetzt erstmal versuchen, so eine Art kleine Mauer hier aufzubauen. Auch wenn ich sehe, das macht unfassbar viel Schaden bei diesem Vyvean-Ritter. Das macht unfassbar viel Schaden. Boah. Eieieiei, ey. Das ist ja unglaublich hier. Warte mal, irgendwer hat doch jetzt einen Lanzenmeister, ne? Ja, du hast einen Lanzenmeister.
Den wirst du mal nehmen, den wirst du mal nehmen, mein Freund. Boah, und dann kommen auch noch die von der anderen Seite, da die mir auch noch Angst machen. Boah, wie viel Schaden würdest du kriegen? 8 Geschwindigkeit. Du hast bestimmt schon das 16 Geschwindigkeit. Okay. Haben die einen langen, haben die einen Wurfball zufällig? Ja, der hat einen Wurfball. Oh, ist nicht euer Ernst hier. Ist echt nicht euer Ernst hier. Echt nicht euer Ernst hier, habe ich so das Gefühl hier. Eieieiei. Oh Gott, ey. Ich will eigentlich nicht jetzt die Runde, Runde enden machen, aber ich werde den Part beenden, weil ich sehe schon, wir sind schon über 30 Minuten. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Bis dann. Tschüss, euer Jake.